Und da sind wir wieder zurück bei einer neuen Folge Dead Island mit mir, O-Comic. So, jetzt gehen wir mal hier um die Ecke, wo sich diese komischen Zombies gefunden haben. Ah, und ich höre auch einen Schläger. Ein Schläger ist auch in der Nähe. Hoffen wir mal, dass er uns nicht verfolgt. Bleibt schön da, wo ich euch sehen kann. So. Und da kommt auch dieser Spucker schon. Schön ausweichen. Ah, die Spucker sind gar nicht so schlimm, sehe ich gerade. Also von der, ja, wie soll ich sagen, Panzerung würde ich fast sagen. Aber vom Leben sind die gar nicht so tragisch. So, essen wir mal noch ein Äpfelchen. Vitamine sind immer gut. Für uns. Lecker Vitamine. So, da hinten ist ein Bunker, oder? So, hier kann man nicht durch. Ja, hier kann man nicht durch. Dann müssten wir... Oh! Ja, du bleibst liegen. Blöde Wasserleiche. Er ist im Boden versunken. Och, naja. War er schneller tot. Muss ich nichts machen. Wo ich Energie sparen kann, das meinen Stock etwas ausruhen kann, bin ich immer dafür. Was ist das denn? Schädel. Schädel auf. Mit brennenden Hölzern. Aber man kann nichts damit machen, oder? Man kann es nicht nehmen. Also jemand, ein Buddy von uns hat uns geschrieben, man kann an Schädelhaufen spezielle legendäre Waffen finden. Ja, kann man legendäre Waffen finden und da braucht man dann Diamanten irgendwie, um die zu upgraden. Und dafür sind die Diamanten gut. Gut, hier, das scheint aber nicht so ein Schädelhaufen zu sein. Das hört sich an wie so ein Explodierer. Ich hoffe, der ist nicht hier in der Nähe. Hallo? Machst du denn hier, Karl-Heinz? Guckst du dir auch die Insel an? Na? Da muss ich dir leider die Beine brechen, das tut mir leid. Wenn du dich so aufführst... Oh. Der scheint hier in der Nähe zu sein. Der Exploder. Ich hoffe, ich treffe nicht auf ihn. Im Dschungel ist es ja ein klein wenig unübersichtlicher als in der Stadt. Upp, was war das? Oh, was zur Hölle? Wer bist denn du, hässliches Vieh? Nein, ich... Ich möchte dich nicht. Ich möchte nicht auf dich treffen. Ja, hi. Oh, shit, ey. Wow. Puh, das war knapp. Das war richtig knapp. Ich glaube, die können uns noch das Leben schwer machen. Die sind ja relativ schnell. Das sind auch, glaube ich, die, die ich bei dem anderen gesehen habe. Die da so richtig krass durchdrehen. Let's hope there's something useful. Ist hier noch irgendwas?
irgendjemand, auf den wir... Ah, scheiße, da ist einer. Brüll wir auf die Wasserleiche ein. Ja! Ist hier noch einer versteckt im Wasser? Nein. Puh. Okay, das war knapp. Den hätte ich fast übersehen. Hauptsache, wir wurden nicht angespuckt. Jetzt haben wir hier aber richtig krasse Actionmusik. Ich will den gar nicht werfen. Aber wenn jetzt hier Menschen kommen, muss ich mich auf jeden Fall verteidigen. Das sieht nämlich aus wie der Sumpf durch... Help me. Ja, ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen zu sterben, ganz einfach. Ich habe die Befürchtung, dass das hier eine Falle sein könnte. Eine ganz, ganz böse Falle. Ich sehe Leichen im Wasser. Die sind aber wirklich tot. Oh, 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 oh. Ich habe ein ganz dummes Gefühl gerade hier bei der Sache. Oh, 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 ganz ruhig. Alles ist gut. Da sind nur unsere Schritte im Wasser. Nichts anderes, nur unsere Schritte. Hier ist noch ein Korb. Hier ist ein Wasserfall. Oh, hier ist die Wasserleiche. Die Wasserleiche ist ertrunken. Wenn man es so sagen will. Wahrscheinlich war es tatsächlich hier an der Stelle zu tief. Die können bestimmt nur in bestimmten... können wahrscheinlich nur in bestimmten Tiefen überleben. Ach. Da lebst du noch, ist ja logisch. Pirsche mich langsam hier durch den Sumpf durch. Bin auf der Suche, dass hier nicht gerade noch so eine Wasserleiche rum. Primitive Sichel. Was ist das hier? Das ist nur eine Wasserspiegelung. Das ist keine. Kein Spuck-Wasserleichen-Dings. Ach, das ist hier so ein Fallschirm, der abgestürzt ist. Versorgungsgüter wahrscheinlich. Mit Waffen drin. Das kann man nicht nehmen. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Stock oder so, was hier rausguckt. Ah, naja. So, pirschen wir uns langsam noch an. Über uns hämmert's. Da wird wahrscheinlich gerade jemand umziehen oder ausziehen oder einziehen. Oh, die Arme hat's erwischt oder den Armen. Ist das hier die Brücke? Mal kurz hier einen Blick nach unten riskieren. Ah, da ist nix. Da ist nix, da ist nix. Dann müssen wir wahrscheinlich hier über die Brücke gehen. Liefere zwei Waffenkisten an Dingsbums. Naja. Ich bin schon fast drüber, aber ich bin mir total sicher, dass wir sterben werden. Weil garantiert irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Someone is coming. Ich verstecke mich einfach hier hinterm Auto, dann sehen sie mich nicht. So.
schwere Dornen. Was? Schwere Dornen-Messingschlag kriegen. Was soll das denn sein? So, von hier hinten hoffe ich mal, dass dann keine Zombies noch sich annähern. Feuerzeug. Kann man gebrauchen. Ah. Wieso bewegt ihr euch? Bleibt doch einfach stehen. Dann kann ich besser treffen. Muss man nachladen. Ich habe ja auch diese schöne Waffe. Ich glaube, er ist hier. Hinterm Felsen. Na? Boah, das war doch fast schon ein Kopftreffer. Aber nur fast. Verformte Pistole 203. Was? Wo? Ich flüchte mich mal in die Deckung des Autos. Da, da, dum, da, 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 oh, ich treffe heute aber auch gar nichts, ey. Ich treffe ja nicht mal... Na, jetzt bleib doch mal stehen. Deswegen bin ich auch der Experte für Schlagwaffen und nicht für Schusswaffen. Na! Ja! Da fliegt der total durch... sogar durch die Gegend. Total durch die Gegend? So langsam nähern wir uns an. Irgendwo aus dieser Richtung kommen noch welche. Ah, da! Yep. Getroffen. Wir brauchen auch demnächst mal ein paar richtig schwere Waffen, glaube ich. Was ist denn eigentlich der Typ, den ich hier erschossen habe? Na, fuck. Nicht die Munition alle machen, wir haben so wenig. Wo sind sie denn hin? Hä? Ach so. Den hätte ich doch getroffen. Wenn ich das Fadenkreuz sich so komisch verändert hätte. Einer weniger. Okay, hurt to take a look. Ah, hier ist die Waffenkiste. Ah ja, okay, okay. Die müssen wir bestimmt dann zu so einem Auto schaffen, was dann auch fahrfähig noch ist. Ach komm, das. Der Punkt hat auf den Kopf gezeigt. Ja, schön. Schön nachladen. Ah! Kill those fuckers! Yep! Aber die sterben hier wenigstens nicht gleich beim ersten Mal wie die anderen durch einen Kopfschuss. Das ist dann nur gestreift wahrscheinlich. Es sind noch zwei, oder? Ah, dort einer und dort einer. Den hatte ich ja schon fast down. Aber der lebt immer noch. Wieso lebt er immer noch? Ah, welchen zuerst? Welchen zuerst? Jetzt rennt er wieder zurück. Ich
versuche sie mal zu umgehen ein wenig. Auch wenn der Timer was anderes behauptet. Das dürften ja die zwei letzten Typen sein hier. Wo auch immer sie hin sind. Oh. Komm ja immer mehr. Fuck. Was? Ich habe einen Zombie schreien gehört. Was? Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Zeit für die Master-Schrotflinte. Ah. Meine beste Schrotflinte aller Zeiten. Boah, Wasserleichen. Ah, nein. Scheiß Wasserleiche, scheiß Wasserleiche. Wow, Alter. Wasserleichen schwimmen oben. Ja. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier noch? Pistolenmunition. Und die schießen hier auf so einen Zombie ein. Mal nachladen. Vielleicht können wir sie jetzt erledigen, wo die Zombies sie ein wenig, oder der Zombie sie ein wenig ablenkt. So, einer weniger. Hahaha. Zombies sind mir immer noch lieber als diese blöden Soldaten. Was hat er denn jetzt eigentlich geschossen? Die waren doch alle tot, oder? So, jetzt haben wir hier wenigstens unsere Ruhe. Und wenn wir Glück hätten, würden wir vielleicht auch noch eine richtig gute Pistole finden. So, der ist auch tot. Und wie wir die Waffenkisten zurück zu Mwangwa, wie auch immer er heißt, transportieren, das seht ihr im nächsten Let's Play. Bis dahin. Tschüss.